Herzlich willkommen zur Tübinger Telefonandacht. In der heutigen Losung aus Psalm 34 geht es um einen weisen Rat eines erfahrenen Menschen an jüngere Leute. Wenn du ein gutes Leben haben willst, dann lass ab vom Bösen und tue Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. Böses geschieht nicht einfach so. Es greift dann Platz, wenn sich Menschen darauf einlassen, anderen Böses anzutun. Das führt zur Minderung des Lebens bei den Übeltätern genauso wie bei ihren Opfern. Dem kann man entkommen, dem kann man begegnen, indem man Gutes tut. Denken Sie an das letzte Mal, als Sie sich über jemanden sehr geärgert haben. Was ging da in Ihnen vor? Was war Ihr erster Impuls? Vermutlich blieb es bei Ihren Gedanken. Vielleicht kam es zum Streit mit Worten. Der hat ja manchmal etwas Klärendes wie ein Gewitter. Aber er kann auch neue Verletzungen beibringen und schwelt dann vor sich hin. Stellen Sie sich vor, wie das anders aussähe, wenn Sie etwas Gutes im Sinn hätten. Wenn Ihre Gedanken auch nach einer enttäuschenden Erfahrung nicht auf Auseinandersetzung oder Vergeltung ausgerichtet wären, sondern darauf, Ihrem Gegenüber und damit auch sich selbst Gutes zu tun. Ein Verzicht auf Widerworte, auf eine Reaktion. Einfach versacken lassen, was Ihnen aufgestoßen ist. Oder ein Schritt weiter, eine Einladung zum Kaffee. Ihnen fällt bestimmt noch viel mehr ein, womit Sie diesem Menschen Gutes tun können. Das sind Maßnahmen der Deeskalation. Sie verhindern, dass aus einer kleinen Reiberei ein größerer Konflikt wird. Sie sind friedensbildend. Suche Frieden und jage ihm nach. Der zweite Teil der Tageslosung. Der Frieden liegt aber nicht einfach da wie in einem Schaufenster oder einer Auslage im Laden. Suchen muss ich ihn, Ausschau halten, aktiv wahrnehmen, um ihn aufzuspüren. Das Bild der Jagd mag den meisten von uns fernliegen, aber darin steckt eine Bewegung, die auf ein Ziel ausgerichtet ist und nicht davon ablässt, bis es erreicht ist. Gutes tun und den Frieden suchen, das ist eine Lebensaufgabe. Sie ist nicht ein für alle Mal erledigt. Sie stellt sich jeden Tag aufs Neue. Das Gute daran, Sie können es täglich neu versuchen und Sie werden erleben, wie gut es Ihnen und anderen tut. Einen guten und friedvollen Tag wünscht Ihnen Pfarrerin Susanne Wolf von der Tübinger Stiftskirche. Musik.